Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Das hier ist die erste Folge von 2019 und ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht in das neue Jahr. Und wir fangen auch gleich mit einem Boss an hier. Und zwar, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt nicht mehr im Eisenschloss, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, sondern ich habe mir gedacht, wir machen hier mal den alten Dragon Slayer da hinten, wo ihr diese Zugbrücke seht, da über meinem Kopf. Und da schläft auch noch ein Drache, den müssen wir uns dann auch noch vorknöpfen. Und dann würde ich sagen, da laufen wir doch jetzt einfach mal hin, weil das ist ja ein optionaler Boss und bevor ich den jetzt hier noch ganz vergesse, laufe ich da mal hin und versuche den jetzt mal zu erledigen. Wie ihr sehen könnt, sind hier jetzt keine Gegner mehr vorhanden. Die habe ich immer so hier als Seelenfarmopfer verwendet und das auch mehrfach. Deswegen sind die jetzt hier schon mal weg. Allerdings bin ich hier nicht weitergegangen. Das wollte ich dann doch mit euch zusammen machen hier. Und da sitzen noch zwei Heideritter und einer von diesen großen Rittern hier. Aber die sollten auch kein Problem mehr sein. Mittlerweile habe ich ja meine Zauberei so weit aufgelevelt, dass die Hexes hier ganz guten Schaden machen. Deswegen geht das auch relativ einfach. Was droppt jetzt der hier? Immer diese Augäpfel brauche ich ja eigentlich gar nicht. Hier gibt es nichts. Und da gibt es einen göttlichen Segen. Und dann sitzt hier noch ein Ritter. Den könnten wir eigentlich von dem Drachen auch erledigen lassen, wenn wir da hinlaufen. Bloß bin ich mir da nicht immer ganz so sicher, ob das so richtig funktioniert. So, der Drache. Mal hier gucken. Der schläft da jetzt. Ich glaube, den kann man auch von hier unten irgendwie erledigen mit Pfeilen und so. Glaube ich. Aber da bin ich nicht so ganz sicher, wie das funktioniert. Habe ich noch nicht ausprobiert. Wir versuchen das erstmal so. Mit der finsteren Kugel sollte das eigentlich kein Problem sein. Und hier muss man ein bisschen zügig laufen, bevor der nämlich anfängt, hier mit Feuer zu sprühen. Sollten wir. Ups. So, oh, und schon haben wir ihn erledigt. Es geht relativ schnell jetzt mit dem Level, den ich hier schon erreicht habe. Was kriegen wir? Einen fossilen Drachenknochen und einen Wächterdrachenparma. Ist eigentlich schade, dass ich diese fossilen Drachenknochen hier gar nicht brauchen kann, weil ich ja keine Bosswaffen habe. Vielleicht sollte ich mir doch mal eine Bosswaffe zulegen. Sollte ich übrigens noch irgendwo ein Gebiet vergessen haben, weiß ich ja immer nie so genau, dann sagt mir doch einfach Bescheid. So, und da oben ist jetzt der Old Dragon Slayer, weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, drin. Und ich will euch ja aber zeigen, wie man das relativ easy peasy macht. Und deswegen holen wir uns einen NPC dazu. Da oben findet man leider keinen, aber der NPC, den man hier für den Drachenreiter da unten beschwören kann, wenn man ihn dann braucht, den kann man hier auch für den Drachentöter, da oben heißt der, glaube ich, auf Deutsch, beschwören.
So, und zwar ist der hier. Und das ist der herrenlose Glencore. Ich hole mir die NPCs ja eigentlich gerne dazu, wenn ich schon mal den ganzen Weg freigeräumt habe, weil es kann ja durchaus passieren, dass der sich dann hier mit den Gegnern hier kloppt und dann schon mal mächtig Schaden einsackt oder sogar stirbt, bevor ich hier so zur Boss-Arena komme. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, hier kann man auch sonst nichts mehr beschwören, außer dem hier. Nö, soweit ich sehe, gibt es hier nichts. Dann heile ich mich jetzt mal hier ein bisschen hoch. Kann ja auch nie schaden. Und dann geht's hier oben rein. Ach, hier steht noch eine Kiste. Eine schöne Kiste. Fünf Menschbilder sind da drin. Cool. Und ein Lebensstein. Ich tue besser Estus-Flakons wieder rein. So, und da ist der alte Drachentöter hier. Ich nicht schnell genug weggekommen. Aber ich mache so Finsterschaden, mache ich ja hier eigentlich relativ wenig. Vielleicht sollte ich doch mal hier auf meine Seelenpfeile umstellen. Aber den kann man eigentlich auch ganz gut alleine machen. Der ist jetzt nicht so schnell und man hat da eigentlich immer ganz gute Chancen, den dann in seinen Ruhephasen gut zu erwischen. Ihr seht schon, das geht relativ ratzfatz. Und der Glencore hat es auch überlebt. Wäre eine alte Drachentöterseele und den Ring des alten Löwen. Ich bin ja immer auf der Suche nach guten Ringen, aber irgendwie, ich glaube, ich habe so das Gefühl, die kriegt man mal erst in den DLCs. Der Dornen, Gegenangriff, verliert Schaden. Ring der alten Sonne. Der ist übrigens auch ganz witzig, der explodiert dann immer, wenn man da Schaden einsteckt. Stärkt Abwehr gegen Stoßangriffe. Naja, gut. Und hier steht dann auch noch so ein NPC, der wahrscheinlich wieder nicht mit uns reden will. Transient. This is no beacon. Transient being. You would never make a knight of the be gone. Transient. You would never make a. Okay, der. Ich weiß gar nicht, muss man da diesen blauen Eid ablegen, damit der damit redet? Keine Ahnung. Hier mit den Eiden in Dark Souls 2 stehe ich ja irgendwie sowieso auf Kriegsfuß. Da habe ich ja mal aus Versehen hier Kleriker Parma und ein Turmschild. Habe ich aus Versehen mal einen Eid geleistet. Der mich dann gleich ins New Game befördert hat. Und das habe ich aber nicht gewusst. Und ich habe mir gedacht, ja, um Gottes Willen, ich mache hier überhaupt keinen Schaden mehr. Mal gucken, ob ich da noch mal ein bisschen hochleveln kann hier mit meinen Seelen. Und bis ich dann irgendwie nachgelesen habe und festgestellt habe, ja, das ist der alte, ich weiß gar nicht, wie der heißt, den kann man hier in Majula da oben, wenn man hier so da hinten raufläuft, da irgendwo, kann man den leisten. So, und. Bearer of
Guck ich doch mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Seelen ich jetzt zum Aufsteigen hier brauche. 17.000. Okay. Mein Ziel ist ja, Intelligenz und Wille auf 40 zu bringen. Aber natürlich kann Leben auch nicht schaden. Da möchte ich gerne auf 25. Da ist auch noch ein bisschen hin. Mal gucken, ob ich noch irgendwie so Seelen habe, die ich hier eintauschen kann. Sünderin, Drachentöter, Unheilskönigin. Seele von Freier. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal zum Straight und guck mal, ob der noch irgendwie was hat, was ich gegen die Bossseelen eintauschen kann. Irgendeine Hexerei oder sowas. Und dann müsste ich ja bei Ornifex eigentlich nochmal gucken, weil bei der kann man ja auch hier Bossseelen eintauschen. Ja, Quatsch, nicht so viel. Zeig mir, was du da hast. Nee. Das habe ich ja alles schon eingetauscht. Also bei dir krieg ich hier nichts. Dann gucke ich noch mal schnell bei Ornifex. Ach, jetzt geht das wieder los mit den Spinnen. Okay. Weil ich will nicht hier irgendwelche Bossseelen verbrauchen und hinterher stelle ich dann fest, Mensch, da hätte ich ja ein total geile Zauberei irgendwie gekriegt. So. Jetzt erstmal hier die Spinnen wieder erledigen. Auch total doof. Ich meine, man kann da auch rausrennen einfach, aber bei meinem Glück kommen die mir dann hinterhergelaufen und alles ganz toll. Hier ist noch eine und ein paar Seelen geben die ja auch. Halt, bleib da. Bleibst du da? So. Gut. Ja, 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 lass mich hier rein. Oh Mann. Ich glaub's ja. Jetzt komme ich nicht mal hier rüber. Das ist ja total doof. Ein bisschen aufräumen. Guck mal, ich habe eine Fackel. Da hast du Angst davor. Da hast du Angst davor. Du weißt es bloß nicht. Mein Gott, zwei Zauber ist ja schon wirklich extrem nervig. Also ich glaube, so Ornifex gehe ich nur, wenn es unbedingt sein muss. Und vielleicht von oben dran hier. Ach, und dann kommt auch noch dieses Versteinerviech hier. Und wahrscheinlich falle ich zu guter Letzt jetzt noch hier in diesen Sandtrichter. Meine Güte. Okay. Dann schauen wir mal. Nee, die hat gar keine Zauber, die hat nur Bosswaffen. Schwert der verlorenen Sünderin, Spinnenzahn, Spinnenseide. Ich glaube, das habe ich auch schon mal angeguckt. Was ist denn das? Schild durchdringen. Ist das eine Stoßschwert, aber das braucht 20 Geschicklichkeit und das habe ich ja wieder nicht. Okay, also es sieht wohl so aus, als könnte ich meine ganzen Bossseelen jetzt mal
verprassen hier, die ich da noch so übrig habe. Ich muss ja auch aufpassen, man kriegt ja dann Seelen von Riesen irgendwann mal. Und die darf man ja nicht verbrauchen, weil man die dann auch noch für einen Boss braucht. So, okay. Dann brauche ich jetzt erstmal hier eine. Das gibt mir nochmal ein Level up. So, dann haben wir das auf 20. Das ist schon mal gut. Okay, und dann gehen wir wieder zurück ins Eisenschloss. Ich habe ja da im Jägerhain noch einen optionalen Boss, den ich machen muss. Und ja, ansonsten weiß ich jetzt, wie gesagt, gar nicht, ob ich noch irgendwie Gebiete vergessen habe. Also wenn euch da noch irgendwas einfällt, wo ich noch eine Leiter vergessen habe oder eine Tür aufzumachen vergessen habe, dann schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob ich in meinem ersten Spieldurchgang, den ich einmal gemacht habe, schon alles entdeckt habe. Die sind ja eigentlich recht leicht zu erledigen. Ja, hier liegt da so ein Schlüssel. Habe ich eigentlich diesen Diplomatie oder was ist das? Ah, ja, das habe ich mir doch fast gedacht. Ja. Lauter gucken. Diese Pyromantie ist das, glaube ich, hier starkes Schwitzen, mit der man so Feuerresistenz hat. Nee. Müssen wir gucken, vielleicht kaufe ich mir die. Ich hätte nämlich gerne dieses Item da. Das ist ein Schlüssel. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür man den überall braucht, aber ich glaube, der ist recht nützlich. So, jetzt gucken wir hier mal hoch. Genau, da steht nämlich auch noch einer. Und dann gibt es ja hier solche Wassereimer. Und die schützen auch vor Feuer. Ich kann das ja einfach mal ausprobieren. Wasser springen und dann laufe ich hier mal durch. Vielleicht kann ich ja den... Ah, ja, das funktioniert sogar. Cool. Kaum Schaden gemacht. Also diese Wassereimer sind auch ganz gut als Flammenschutz. Und jetzt sitzt doch hier noch irgendwie so ein Händler hier hinten. Genau. Und da kann man räuchern. Das habe ich allerdings noch nie gemacht. Da kann man dann irgendwie was verbrennen und genau, dann kann man den Zauber, den man sonst nicht wirken könnte, kann man dann plötzlich wirken. Das verstärkt dann quasi Intelligenz oder Wille. Brauche ich aber jetzt hier nicht. Mal gucken, was der sonst noch hat. Das ist eine ganz witzige Rüstung, die, glaube ich, erhöht das Finderglück, oder? Genau, ja, erhöht das Finden von Objekten. Und die sieht noch ganz witzig aus. Aber weil wir ja hier der Zauberer sind, brauchen wir das erstmal nicht. Da gibt es noch einen Ring gegen Fluchresistenz. Und der hat
Vor allem hier einen Duftzweig. Den kaufe ich auf jeden Fall mal. Und dann hat er auch irgendwelche Zaubereien. Große Seelenpfeile. Habe ich jetzt nicht mehr genug Seelen. Und dann gibt es den finsteren Hagel. Aber der braucht wieder zwei Zauberplätze. Das ist natürlich wieder ziemlich heftig. Und was ist das hier? Finsterer Sturm braucht auch zwei. Einen lokalen finsteren Flammenstrudel. Und der braucht eine heilige Glocke. Das ist ja immer doof, wenn das dann mit dem Stab nicht geht. Aber ich dachte, der verkauft uns mehr Duftzweige, aber nur einen. Ah, okay. Gut. Hier war doch irgendwie so eine verborgene Wand. Genau. Und dann hier nochmal, meine ich. Und dann kann man hier mit diesem Katapult was schießen. Feuerpfeile, 20 Stück, das ist cool. Nämlich den da, aber der ist dann nicht tot. Deswegen mache ich das besser so. So. Und dann geht's hier rein in die Innereien des Eisenschlosses. Da steht jetzt hier einer auf der Brücke. Da seht ihr den da in der Mitte. Der ist ziemlich nervig, weil der schießt Pfeile. Deswegen muss man hier ein bisschen in Bewegung bleiben. Ach, und jetzt kommt schon wieder ein finster Geist. Das darf ja wohl nicht so wahr sein. Den locke ich jetzt mal hier rein, weil ich habe keine Lust, mich da draußen noch mit den Typen anzulegen. Oh Gott, und dann ist der auch noch. Ach, und dann kommt der auch noch gelaufen. Das ist doch. Wieso überfallen mich hier immer Finstergeister, Menno? In dem Eisenschloss, das ist wirklich extrem nervig hier mit den Finstergeistern. Okay, gut. Haben wir den zumindest erledigt? Weil da kommen dann noch mehr. Also, wenn ich mich hier erinnere, weiß jetzt gar nicht. Also, mindestens zwei gibt es hier jetzt noch. Ah! So. Hat ich auch erledigt. Und zwar müssen wir da unten einen Hebel umlegen, aber da schießt uns der hier ins Kreuz und deswegen erledigen wir den erstmal. Okay, der kommt gleich runtergesprungen, ist auch gut. Oder war das jetzt ein anderer? Gott, schießt du mal. So. Mal den erledigt. So. Mir gehen meine finsteren Kugeln aus. Dieser blöde Finstergeist hier. Meinen ganzen
ganzen Munitionsvorrat hier aufgebraucht. So, jetzt sind wir erstmal hier. Ich glaube, dann kommt hier diese Brücke runter. Ach genau, nur so halb. Da braucht man dann einen zweiten. Aber jetzt gehe ich hier erstmal looten. Und zwar... hier was einsammeln. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, was es war. Seele eines Stolz. Oh, das ist ein Reparaturpulver. Das kann ich auch fast schon brauchen hier. Scheinbare Wand voraus. Hm. Sieht eher nicht so aus. So, und dann haben wir hier eine schöne Kiste. Ich würde es ja gerne noch in dieser Folge glitzern, das Titanit. Wie schön, wie schön. Und ein Lebensring plus 1. Kann ich den? Ich glaube, ich nehme den hier. Der geht weiter. Ah, weggeschnatzt. Den kann man dann auch mit Pfeilen erledigen hier, wenn es sein muss. Und jetzt geht's darüber. Ja. Mein Gott. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Ich habe hier immer viel zu viel Angst, wieder da irgendwo runterzufallen. Und da kann man das. Also da hinten geht es zu einem optionalen Boss, dem Smelter Demon. Da kann man jetzt jemanden beschwören, aber ich glaube, das ist kein NPC. Wenn wir hier irgendwie ein Feuer ausmachen da drin, weil da müssen wir dann da durchlaufen. Los. Oh mein Gott, wie viele kommen denn von den Typen? Och, der hüpft gleich in die Lava, oder? Nee, nein, der kommt zu mir. Das wollte ich jetzt nicht irgendwo. Gibt es doch diesen zweiten Hebel hier? Wo ist denn der? Ist der da unten? So, jetzt ist die Brücke nämlich ganz unten. Und wir sind aber hier unten, kommen da nicht mehr oben weiter. Deswegen gehen wir jetzt mal hier entlang. So, jetzt muss ich mir aber doch wieder ein paar Zauberei. Nehme ich mal das hier. Weil ich meine nämlich, da kommen jetzt noch mal ein paar Gegner. Und da oben weiß ich immer nicht genau, wie ich da zu diesem blöden Bonfire komme. So. Hier. Den noch weghauen. Und dann dieser Turtle-Ninja da hinten, der hackt da auf den Boden ein. Und wenn man da nicht schnell genug dort ist, öffnet sich nicht von dieser Seite. Wie komme ich jetzt da wieder rein? War hier noch eine Wand, ne? Verbogen? Ne. Deswegen mal
und schnell dahin, bevor der hier alles kaputt macht. Over. So. Eisenfachgamasche und was? Alonne Ritterrüstung. Ja, wenn man die lange genug hier abschnetzelt, die Ritter, dann. Hier kommt doch auch einer daher gehopst, oder? Der da oben? Keine Ahnung. Oder steht hier irgendwo einer? Oh Gott. Ich wusste doch, da kommt irgendwo einer. Erstmal wieder hier in Sicherheit bringen. Ich mache mir hier auch ins Hemd, dass ich irgendwo runterfalle. Ich traue mich kaum ausweichen. So, und jetzt geht es aber, glaube ich, hier rein. Ah, genau. Und da habe ich doch hoffentlich noch einen, ja. So. Und ich meine, da geht es dann zum Leuchtfeuer, aber ich lasse hier erstmal die Plattformen runter, weil die braucht man später. Da fallen dann auch gleich ein paar in diese heiße Brühe. Und das ist irgendwie das dämlichste Leuchtfeuer irgendwie. Ich weiß nicht genau. Drin. Da muss man dann immer hier irgendwie oben drüber. Also man kommt hier gar nicht mehr so richtig runter. Ich bin, weiß gar nicht, wer das hier konstruiert hat. Also ich springe jetzt hier runter und muss dann quasi da oben durch dieses Gebiet. Durch den Sonnenturm ist das, glaube ich. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Ich gehe jetzt dann mal wieder zurück nach Majula, mache ein paar Level-Ups. Der ist hier beim Seelenfarmen unterwegs da oben. Also da könnte ich mir bessere Gegenden aussuchen. Gut, dann würde ich sagen, das war's dann für heute. Da haben wir jetzt hier das Leuchtfeuer erreicht, das ich haben wollte. Und dann geht's hier in der nächsten Folge weiter und wir schauen uns in diesem Gebiet weiter um. Okay, bis dann, macht's gut und ciao, ciao!